Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Last Day of June. Ich drücke jetzt mal auf Fortsetzen und dann geht's sofort weiter. Das habt ihr in der letzten Folge nicht mehr gesehen. Deswegen will ich euch diese kleine Szene noch zeigen. Und dann gucken wir mal, wie es dann weitergeht. Das ist so traurig. Und das ist wirklich so unglaublich traurig. Jetzt dürfen wir ja wieder fahren. Weiß gar nicht mehr, wo der Raum war. Vielleicht. Dann werden wir gleich mal das anklicken. Ja, er dachte, er hätte sie gerettet. Aber dabei war das nicht so. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt irgendwie hier mit dem kleinen Jungen das zu früh beendet habe. Ich schaue einfach mal. Wenn ihr da mehr wisst, könnt ihr mir kleine Tipps geben. Aber nicht komplett spoilern, das wisst ihr ja. Dann erinnern wir uns mal. Ich bin echt gespannt, was jetzt noch kommt, beziehungsweise wie lange überhaupt dieses Let's Play wird. Oder wie dusselig ich mich anstelle und das deswegen so lange dauert. Aber es gefällt mir sehr, sehr gut. Bisher das Spiel. Aber die ganzen Umzugskisten sind runtergefallen, oder? Ah, jetzt geht's mit ihr weiter. Boah, das ist so grausam, das immer wieder mitzuerleben. Also, das letzte Mal war ja der kleine Junge, der auf die Straße gerannt ist, weil sein Ball dorthin gefallen ist. Jetzt scheint es die bekannte Freundin, Schwester, keine Ahnung, was sie ist, zu sein. Ich wollte nur, was er mir. Okay, scheint dort weiter zu gehen. Dann gucken wir mal. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, welche Tür aufgegangen ist. Hier irgendwo? Da? Nee. Bin verwirrt. Ach, da ist sie. Oh nein, sie war wirklich schwanger. Hat sie da schon Bauch? Ich kann das gerade gar nicht erkennen. Ja. Oh, ich muss weg. Das ist viel zu traurig. Da suchen die Kinder Sachen aus. Oh nein. Das Spiel ist mir zu brutal. Voll gemein. Ja, das kennen wir ja schon. Aber jetzt haben wir das Gebiet hier, glaube ich, freigeschaltet. Jetzt
Jetzt können wir hier weiter gucken. Vielleicht geht's da ja noch weiter. Hier kommen wir noch durch. Hat sie da wen? Ich kann gerade echt schlecht erkennen, ob sie da einen Bauch hat oder nicht. Sieht so aus, ne? Sieht echt so aus, als hätte sie da wen. Aber ich habe gerade einen ganz bösen Gedanken. Es sieht ja so aus, also wenn wir jetzt hier so der Geschichte folgen, gehen wir dahin. Hier ist sie ja so, also sie ist ja schwanger und die suchen sich hier Kindersachen aus. Und da haben sie das Bettchen schon und da haben wir ja schon einen kleinen Bauch. Und vielleicht ist sie doch dahin gefallen oder hat wehen. Und jetzt sitzt sie da im Rollstuhl und sie weint. Kann es sein, dass sie ihr Kind verloren hat durch eine Fehlgeburt? Das wäre nämlich nochmal richtig grausam. Boah, das ist gerade so... Das ist so mit das Schlimmste, was einem passieren kann, finde ich. Wenn man sein Kind verliert. Oh oh. Ich will gar nicht weitermachen, gerade. Dann müssen wir wohl wieder reinfahren. Und da mal das nächste Bild angucken. Ach Gott, das Spiel ist so traurig. Das sah so süß aus, als ich es mir gekauft habe. Und jetzt ist es so grausam. Okay, jetzt geht's da anscheinend weiter. Mit ihr. Sie retten. Es ist wieder nachmittags. Jetzt sind wir sie. Ich weiß aber immer noch nicht, wer sie ist. Oh, sie ist in ihn verliebt. Und glücklich verliebt wohl. Ach Mensch. Und wenn ich das richtig gesehen habe, scheint sie die Mama von dem kleinen Jungen zu sein. Aber ich weiß es nicht. Wahrscheinlich zieht sie weg, damit sie es nicht mehr vor der Nase hat, ihn tagtäglich zu sehen mit der anderen Frau. Das klingt alles so böse bei mir. Ah.
Ich glaube, sie kann es nicht wegschmeißen. Könnte ich auch nicht. Also wenn ich immer noch in diese Person verliebt wäre, könnte ich das auch nicht. Der chippt sie allein die ganzen Kisten? Und glücklich verliebt sein tut richtig weh. Aber eins muss ich sagen, wenn man die Person wirklich liebt, dann lässt man sie halt gehen. Beziehungsweise hofft, dass sie glücklich wird mit der Person, die sie dann zusammen ist. Aber ist schon nicht einfach. Spiel ist echt so schön gestaltet. Scheint sie wohl das letzte. Erst die Tür aufmachen. Hilft meistens. Ich versuche auch immer mit sonst wie vielen Sachen, Taschen oder Dosen durch die Welt zu rennen. Und versucht dann die Türen aufzumachen. Das klappt immer nicht so gut. Mir fällt dann immer die Hälfte runter. Aber Frau ist ja unbelehrbar. Man muss ja erstmal mit dem Kopf durch die Wand. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier lang. Einmal abstellen. Nee, abstellen. Ja, stell doch ab. Dann machen wir erst das Tor auf. Und dann gehen wir weiter. Eins nach dem anderen, meine Gute. Okay, anscheinend kommt sie da nicht durch. Schleppen wir das ganze Ding hier rundherum? Können wir hier durch? Nee. Können wir nicht. Dann stelle ich es nochmal ab und dann gehe ich so durch. Kann ich das? So kann ich durchgehen, okay. Gehen wir wohl erstmal weiter. Okay, hiermit können wir nichts machen. Können wir hier was machen? Nee. Ich gucke mich jetzt erst um, bevor ich meine Kiste hole. Nee, laufen will ich nicht. Die soll mal tippeln. Dann machen wir jetzt hier auf. Ich mach jetzt überall erstmal auf. Ich muss erstmal überall gucken. Da kann ich nicht aufmachen. Das scheint auch keine Bubble für uns zu sein. Da auch nicht. Ist hier irgendwo eine Bubble für uns, wo wir ran müssen? Da ist eine Bubble für uns.
glaube, ich hätte bei dem kleinen Jungen noch ein paar sammeln müssen. Hören wir ihn lachen. Komm, wir gehen mal zum Hundi. Der ist so ein bisschen aufgeregt. Können wir das machen? Nee. Sind auch keine Bubbeln für uns. Da kommen wir nicht. Kommen wir ran? Nee, kommen wir nicht. Sind wir zu klein für. Okay, wir wollen ihn anscheinend nicht so gerne grüßen. Da hinten ist noch eine Bubble für uns. Kommen wir hier raus? Nö. Hier rein können wir bestimmt auch nicht. Nee, wir sind schon wieder zu klein. Guck mal, wie wir dahin noch hinkommen. Jetzt sind wir, glaube ich, einmal rum, oder? Habe ich jetzt alles gesehen, was ich sehen muss? Musik ist voll schön. Komme ich hier durch? Nö, mehr auch nicht. Wollt ihr nicht aufmachen, die Schranke? Nee. Ich hole jetzt erstmal mein Paket. Oder finde ich noch eine Möglichkeit? Doch, zum Obi können wir doch nochmal gehen. Wo war der denn? Der war irgendwo auf dem Hügel, oder? Oder wir gehen hier einmal lang? Hier waren wir auch noch nicht. Ich hätte klein, er ist so putzig. Das ist eine Bubble für uns? Nein, das ist keine Bubble für uns. Ah, da lassen die beiden den Drachen steigen. Und die grüßen wir mal. Dann will ich aber trotzdem nochmal hochgehen zu ihm. Vielleicht ist da noch so eine Bubble. Eine Bubble für uns. Oder hier hinten nochmal? Komm ich bestimmt auch nicht lang. Da brauchen wir bestimmt einen Schlüssel für. Ja. Jetzt laufen wir doch mal. Jetzt laufen wir zurück. Oh, da war doch was für uns, oder? Ich habe das gerade bläulich schimmern sehen. Oder war das nur das Fenster hier? Das kann natürlich sein. Das waren nur die Fenster. Werde ich jetzt mal meine Kiste holen und die zum Auto bringen und dann werde ich die Folge beenden.
Wenn ich jetzt Zeit hätte, zwei Folgen am Stück aufzunehmen, hätte ich jetzt einfach auch zwar hier einen Cut gemacht, aber ich kann leider nur eine Folge jetzt aufnehmen. Also irgendwie kommen wir mit dem ganzen Laub nicht so klar. Wir müssen irgendwas finden, das Laub wegzubekommen. Aber ich glaube, das machen wir dann wirklich in der nächsten Folge. Okay. Das schauen wir in der nächsten Folge uns an, wie wir hier unsere Kiste auf das Auto bekommen. Vielleicht finden wir aber auch einen anderen Weg, noch an den Bubbles oder so zu kommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.